2020 ist das Engelsjahr, denn in diesem Jahr wird Friedrich Engels 200 Jahre alt. Zu diesem Anlass hat ein Bündnis aus verschiedenen revolutionären Organisationen die Engels-Demonstration in Wuppertal organisiert. Das Bündnis hat sich mit dem Ziel gegründet, Engels vor der bürgerlichen Vereinnahmung zu bewahren und als den zu gedenken, der er wirklich war. Will die Stadt Wuppertal und die Landesregierung Nordrhein-Westfalens Millionengelder in die Hand nehmen, um Engels als einen bloßen Denker zu vermarkten, macht das Engelsbündnis klar, dass Friedrich Engels einer der bedeutendsten Kommunisten der Geschichte ist. Wenn du mehr über das Leben und das Wirken von Friedrich Engels erfahren möchtest, dann empfehle ich dir unser Video hier. Auch wir waren am 1. August in Wuppertal und haben an der Engels-Demo teilgenommen. An alle hebt die Fäuste hoch, wacht auf und nimmt die Hände in die Hand. Hammer und Sichel, wir bringen den wahren Frieden in das Land. Stark und vereint, anstatt schwach und allein. Denn nur gemeinsam können wir die Menschheit vom Elend befreien. Gebe die Faust, gebe nicht auf, lasse die rote Flagge empor. Und du siehst, der rote Stern leuchtet noch heller als je zuvor. Kampf dem Faschismus, Kampf gegen den Staat. Bis zum Tod, wir sind Guerillas des Proletariats. Nos represan, torturan, examinan a la gente. El sistema despiadado sabe exactamente cómo puede mantener su dictadura y la represión. Nuestra tarea es despertar a la nación. La crisis, la guerra, la sociedad racista son los productos de la superficie capitalista. Luchamos, morimos para un futuro digno, camarada. Libertad se encuentra en el socialismo. Die Signale auf zum letzten Gefecht. Die Internationale erkämpft das Menschenrecht. Völkerrat, die Signale auf zum letzten Gefecht. Aber auf der anderen Seite haben die Kapitalisten auch nicht damit gerechnet, als sie die Arbeiterklasse ausgebeutet haben, als sie den Arbeitstag verlängert haben, haben sie nicht damit gerechnet, dass sie genau die Bewegung schaffen würden, die sie irgendwann vom Thron stürzen wird. Und genauso lange wird die Bewegung weiter auf die Straße gehen, bis wieder die Einheit von Mensch und Natur geschaffen wird, bis die Gesellschaft ohne Ausbeutung auskommen kann.